Hallo, ganz herzlich willkommen auf der Meet 2022. Ich begrüße auch ganz herzlich Daniel Ehrendorfer von der Wagner Biro, der heute über ein Trainee-Programm im Unternehmen sprechen wird. Vielen Dank fürs Kommen und viel Vergnügen. Ja, vielen Dank. Ich werde nicht nur über das Trainee-Programm an sich sprechen bei uns in der Firma, sondern auch, was das für Unternehmen generell für Vorteile mit sich bringen kann. Ja, wir werden heute gemeinsam, oder ich hoffe, dass ich mit Ihnen einen kurzen Einblick geben kann, wie das prinzipiell ausschaut und welche Vorteile wir durchfinden können. Kurz, worüber werden wir sprechen? Ich werde mich kurz vorstellen, werden über mögliche Vorurteile sprechen. Ich sehe manche dieser Vorurteile sogar in diesem Raum, allein deswegen, weil wir doch relativ wenig hier sind. Aber nichtsdestotrotz, es wird aufgezeichnet. Ich hoffe, es schauen sich nachher noch ein paar Leute an. Und dann natürlich im Speziellen das Trainee-Programm bei der Wagner Biro Stage selbst. Und welche Vorteile das nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Unternehmen selbst haben kann. Und als krönender Abschluss, wo macht es Sinn? Kurz zu mir, mein Name Daniel Ehrendorfer Junghans, das hat sich jetzt vor kurzem geändert. Ich habe im September geheiratet, dementsprechend steht das noch überall anders. Ich bin 30 Jahre alt. Wo komme ich ursprünglich her? Habe eigentlich eine Ausbildung Maschinenbau, Fahrzeugtechnik. Habe da auch danach Fahrzeugtechnik studiert, meinen Diplom-Ingenieur in Mechatronik gemacht und war dann zuerst bei der Magna Powertrain in Graz, nachher 5 Jahre bei der TÜV Austria in Wien im Bereich Elektromobilität und bin jetzt seit schon wieder 1,5 Jahren, die Zeit vergeht wirklich schnell, bei der Wagner Biro Stage und bin dort in der Funktion Projektleiter, habe dort unter anderem die Projekte Royal Swedish Opera, Royal Albert Hall und auch ein Schiff, ein Kreuzfahrtschiff der Carnival Cruise Line. Ja, wie man hier sieht an meinem Lebenslauf, ich bin ein Quereinsteiger in der Bühnentechnik und dementsprechend fühle ich mich auch gut vorbereitet, um genau dieses Thema heute zu besprechen, das Trainee-Programm. Trainee-Programme sind für Studenten. Ich denke, viele denken bei einem Trainee-Programm genau an das, dass das eigentlich jetzt nichts ist, wo ich sage, okay, ich habe jetzt schon ein paar Jahre Berufserfahrung hinter mir und jetzt möchte ich noch ein Trainee-Programm machen. Genauso war es damals tatsächlich auch bei mir, wie ich 2021 nach einer neuen Herausforderung gesucht habe und bin da über dieses Thema Trainee-Programm gestolpert und war auch zuerst am Anfang so der Meinung, warum soll ich mir ein Trainee-Programm antun? Ja, ich habe jetzt auch schon 7 Jahre Berufserfahrung und dann muss ich da wieder ganz unten unter Anführungsstrichen einsteigen. Ja, aber ich würde allen, die sich mit dem Thema beschäftigen, raten, lösen Sie sich von diesem Gedanken. Es hat so viele Vorteile, besonders wenn man so wie hier in der Bühnentechnik in eine sehr spezialisierte Branche einsteigen will und Quereinsteiger ist. Und natürlich auch, wenn ich Arbeitnehmer bin oder Arbeitgeber bin, habe ich hier auch massive Vorteile, die ich daraus generieren kann. Von was spreche ich da? Wir lesen es alle immer öfter, Fachkräftemangel. Wenn ich in einer spezialisierten Branche bin und schon Schwierigkeiten habe, hier mir Personal zu suchen, ja, dann ist das der perfekte Weg. Ich kann mir Leute, die Interesse haben, holen, aufbauen und so
perfektes und perfekt eingeschultes Personal auf meine Bedürfnisse ins Boot holen. Zusätzlich dazu hole ich mir auch viel neues Know-how ins Haus. Ja, ich bin jetzt aus der Automobilbranche, der Nächste ist vielleicht aus der Pharmaindustrie und weiß von Prozesstechnik Sachen. Also es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man sein Unternehmen mit solchen Trainee-Programmen stärken kann. Der zweite und für mich tatsächlich dann ausschlaggebende Punkt ist, ich bin extrem schnell einsetzbar. Ich durchlaufe unterschiedliche Stationen im Unternehmen, lerne das Unternehmen extrem schnell sehr gut kennen und das hilft mir persönlich und natürlich dann auch meinem Arbeitgeber massiv weiter, weil ich schneller, effektiv und selbstständig einsetzbar bin. Und dann, was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, Thema Employer Branding. Es wird immer mehr kommuniziert, Firmen wollen quasi ein gutes Image haben und wenn ich als Mitarbeiter von meinem Arbeitgeber gefördert werde, werde ich immer loyaler sein als der sagt, tu dir das selber arbeiten. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn man sich wo gewertschätzt fühlt, wenn man unterstützt wird, dann ist man einfach, kann man sich besser mit dem Unternehmen identifizieren und genau das stärkt und bringt ein Trainee-Programm mit sich. Ja, kurz zu meinem Trainee-Programm. Ich war 9 Monate in einem Trainee-Programm bei der Wagner Biro und habe die ersten 6 Monate quasi in der Konstruktion verbracht. Und ist natürlich ideal für mich gewesen. Ja, ich hatte einen Maschinenbau-Background. Ich bin sicher nicht der Schnellste, wenn es um 3D-CAD-Zeichnen geht, aber hier einfach in so eine spezialisierte Branche, ja, von Grund auf einen Einblick zu kriegen, macht das einfach unglaublich wertvoll. Wirklich zu sehen, okay, wie wird das konstruiert, welche Teile kommen zusammen, Stücklisten erstellen, wirklich den kompletten Designprozess und Konstruktion mitverfolgen. Und natürlich in späterer Folge dann auch, okay, was kommt nachher, was geht weiter von der Konstruktion, geht natürlich weiter in den Einkauf, ins Procurement. Und dort dann eben die Schnittstelle, hier ist quasi bei uns im Haus die Bedarfsanfrage. Wie kriegt der Konstrukteur die Infos zum Einkäufer, damit alles so funktioniert und so bestellt wird, dass es funktioniert, dass das Richtige dann am Endeffekt auch produziert wird. Und allein hier dieser Sprung hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, diese Schnittstellen zu kennen. Weil ich glaube, jeder weiß das, er sitzt dort und hofft auf Informationen, auf gute Informationen von seinem Kollegen und dann kommen die anders, als man es vielleicht braucht, nicht so aufbereitet. Und dann das Problem ist, wenn man das Gegenüber, die Tätigkeiten nicht kennt, denkt man sich nur, warum funktioniert das nicht? Der muss ja eh nicht so viel machen. Ja, die eine Seite denkt sich, der muss ja nur bestellen und der andere denkt sich, ja, der muss ja nur eine Stückliste erstellen. Und genau hier ist aber der Knackpunkt, weil es ist halt nicht nur ein Klick. Und da hilft einem das Trainee-Programm ungemein. Einfach zu verstehen, wie funktioniert das? Wie kann ich meinem Kollegen helfen, das quasi so zu vorbereiten, damit ich leichter arbeiten kann, ohne dass er damit mehr Arbeit hat. Und das ist ein Thema, was das Trainee-Programm auszeichnet, diese Schnittstellen zu sehen und zu verstehen. Im Procurement selber oder im Einkauf ist natürlich das Thema Bestellen. Ja, viele denken sich, ja, der nimmt eh nur die Stückliste und schickt sie raus. Nein, so ist es nicht. Es gehen natürlich da auch viele Schritte einher, die für andere Abteilungen im Unternehmen einfach unsichtbar sind. Ja. Und dadurch natürlich auch nicht berücksichtigt und nicht wertgeschätzt werden. Ein Trainee-Programm zeigt diese ganzen Themen auf. Auch das Thema Materialverfolgung war dann hier noch ein Punkt bei mir. Das Thema Commercial
Project Management und Logistik ist ein sehr, sehr komplexes. Dementsprechend war das bei mir tatsächlich nur ein kurzer Crashkurs, einfach um hier genau, so wie vorher, die Schnittstellen zu sehen, um quasi in meiner finalen Funktion als Projektleiter zu verstehen, wo spielt das alles zusammen. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, der extrem wichtig ist. Einfach zu sehen nachher, gerade wenn man nicht nur im Projektmanagement, das ist vielleicht eine sehr plakative Rolle, sage ich jetzt einmal, für sowas, einfach weil man hier die Schnittstelle für alle Abteilungen ist in einem Projekt. Ja, es läuft, jeder hat Fragen, jeder will was wissen, man muss koordinieren. Aber selbst wenn man jetzt, blöd gesagt, nur im Einkauf, nur im Commercial Project Management oder nur im Engineering sitzt, es hat immer Vorteile zu wissen, okay, was macht der andere, wie braucht er seine Infos. Ja, wir hatten als Überschrift, ist das Trainee-Programm ein echter Karrierebooster oder nur ein unbenanntes Sommerpraktikum? Nein, es ist tatsächlich aus meiner Sicht ein wahrer Karrierebooster, besonders für Quereinsteiger, aber nicht nur für Quereinsteiger, sondern für jeden, der das annimmt. Sowohl, das gilt natürlich für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber. Ich muss als Arbeitgeber das auch entsprechend vorbereiten. Ja, ich kann nicht sagen, hier ist dein Trainee-Programm mit deiner Liste, das musst du alles abarbeiten und gut ist. Nein, ich muss das auch vorbereiten und ich muss auch den Willen zeigen. Wir haben gesehen, 9 Monate, das hört sich jetzt lang an, aber wenn ich dann ein voll eingegliedertes, vollwertiges Mitglied in meinem Unternehmen habe, dann ist das eigentlich gar nicht so lang, vor allem mit dem Know-how, mit dem man rauskommt. Für mich war das, wie gesagt, ein echter Karrierebooster. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund. Man lernt die Prozesse kennen, und zwar unglaublich schnell. Man muss sie kennenlernen. Wenn man die Abteilungen durchlebt, dann muss man verstehen, okay, wie funktioniert das, wie funktioniert das, wie funktioniert das. Das ist halt einfach das operative Geschäft, das man einfach lernt. Man lernt die Systeme, sei es jetzt, wie trage ich die Sachen im SAP ein? Das schaut im Engineering ganz anders aus als im Einkauf. Ja, und dann zu verstehen, okay, wie kann ich mir selber weiterhelfen, ist einfach unglaublich wertvoll. Und wäre halt so nie möglich, weil wann komme ich? Ich komme aus den anderen Abteilungen nie damit in Berührung. Die Aufgaben, welche Abteilung ist für was zuständig, wo enden die Verantwortlichkeiten. Ja, auch das zu verstehen, hilft natürlich im späteren Folge zu verstehen, warum passiert manches und manches nicht. Und kann hier natürlich dann entsprechend gegensteuern. Und für mich natürlich, ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich tatsächlich keinen Dunst von Bühnentechnik. Für mich war Bühnentechnik das, was man am Novarock sieht. Jetzt weiß ich, das, was am Novarock steht, ist zwar schön und gut, aber eigentlich nur ein besseres Gerüst. Und wir alle wissen, Bühnentechnik kann wesentlich mehr, kann wesentlich komplexer, wesentlich spannender sein, als das, was die breite Masse vielleicht zu sehen kriegt. Und das ist ja auch unser täglich Brot, dass alles im Theater so funktioniert, ohne dass es die Zuschauer eigentlich mitkriegen, was alles dahinter steht. Und hier einen Einblick zu kriegen aus unterschiedlichsten Blickrichtungen war für mich unglaublich, unglaublich wertvoll. Aber das alles sind tatsächlich nur Randerscheinungen gegen die absolute Geheimwaffe, die einem ein Trainee-Programm in die Hand gibt. Und das ist die interne Vernetzung. Ich habe meine Kollegen aus den unterschiedlichsten Abteilungen kennenlernen dürfen, bezeichne viele davon mittlerweile als Freunde, und das wäre in der Zeit, in den 1,5 Jahren, so wahrscheinlich nie möglich gewesen.
Sicher, es gibt Leute, die sind so extrovertiert und können das. Ich persönlich würde das nicht von mir behaupten, dass ich so eine extrovertierte Persönlichkeit bin und zwischen den Abteilungen hin und her wandere und mit jedem plausche. Aber dadurch, dass ich eben alle Abteilungen durchwandert habe und durchlebt habe und dort natürlich auch Verbindungen geknüpft hat, fällt mir das wesentlich leichter. Ich weiß, wenn ich Fragen habe, zu wem ich hingehen kann. Ich weiß, wer wo Experte ist. Das sind alles Sachen, die ich, wenn ich jetzt nur im Projektmanagement gewesen wäre, so wahrscheinlich nie geschafft hätte. Und vor allem auch die Basis, auf der man mit einer anderen Person sprechen kann. Weil die andere Person weiß, okay, der hat das auch einmal gemacht. Der weiß ungefähr, wie das bei uns läuft. Ja? Wenn ich mit dem rede, dann wird das nicht einfach so abgetan mit, als ja, die fangen nur wieder an zu sudern, weil sie so viel Arbeit haben. Und das ist was meiner Meinung nach das Allerwichtigste in einem Trainee-Programm ist. Diese Vernetzung ist quasi nicht aufzuholen, ja, in der Zeit. Auch wenn ich länger in einem Unternehmen bin, diesen Vorsprung wieder aufzuholen für jemanden, der das nicht hatte, stelle ich mir unglaublich schwer vor. Ja, zum Thema, wo macht das Sinn? Ich sehe schon, ich bin eigentlich viel zu schnell, aber ich hoffe, dafür ist es kurzweiliger. Wo macht es Sinn? Für mich macht es genau dort Sinn, wo wir Schnittstellen haben. Zu verstehen, wie der andere die Informationen braucht, zu verstehen, wie muss ich meine Informationen verarbeiten, mit wem muss ich sprechen, wer ist meine Ansprechperson. Das sind so Sachen, wo ich bis jetzt gespürt habe, das ist unglaublich wertvoll. Thema Koordinierung, auch so ein Punkt. Wenn ich weiß, wer was, wo, wie zuständig ist, tue ich mir natürlich wesentlich einfacher nachher zu sagen, okay, mit dem muss ich reden, mit dem muss ich reden, mit dem muss ich das abklären. Und das bringt einfach das Ganze wesentlich schneller voran. Wir sind immer noch in Österreich, durchs Reden kommen die Leute zusammen und das funktioniert halt so wesentlich einfacher. Ja. Und das ist einfach diese interne Vernetzung, das ist einfach das Um und Auf. Und Verbesserungen, ja. Gerade in Positionen, die auch wieder sehr viele Schnittstellen haben. Ich denke hier jetzt primär ans Qualitätsmanagement. Ja, wenn ich weiß, okay, wie sind dem seine Abläufe? Wie schaut dem sein Tag aus? Ja, ungefähr. Dann kann ich hier natürlich auch Sachen ins Leben rufen, wo sich mein Gegenüber nicht gleich denkt, naja, so können wir das aber nicht machen, weil dieses, jenes. Und das ist, glaube ich, auch was einem Unternehmen unglaublich weiterhelfen kann. Ja, und im Endeffekt sind das die Punkte, wo ich sage, da macht das Sinn. Ich bin der Meinung, ein Trainee-Programm ist unglaublich wertvoll, sowohl für den Mitarbeiter selber, wie auch für das Unternehmen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man hier auch ein bisschen umdenkt, gerade jetzt als Unternehmen, sich möglichst viel motivierte Leute ins Haus zu holen, die jetzt vielleicht noch nicht das Know-how haben. Aber mit einem Trainee-Programm kann das sehr, sehr schnell dazugelernt werden.
Ja, das war im Endeffekt der kurze Einblick in unser Trainee-Programm. Ich würde Sie sehr gerne einladen dazu, bei uns auf der Website auch noch die Bühnengeschichten anzuschauen, einfach weil es da noch viel mehr spannende Geschichten gibt, so wie das Trainee-Programm. Da gibt es auch einen Artikel von mir, den ich geschrieben habe, und auch von vielen meiner Kollegen über spannende Projekte, die Wagner Biros umsetzt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wenn es Fragen gibt, stehe ich gern für Fragen zur Verfügung. Bin auch noch eine Zeit lang bei unserem Stand. Kommt gerne vorbei. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank.